Ja, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge OMG 2 an dem Halloween-Event. Jetzt gerade heute mal Herdenmitte nach Buhr Rathaus. Mal gucken, was dort uns nämlich da mal ansteckt. Gerade auch aktuell echt spannendes Thema. GTA RP oder RP generell und Meta. Ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr mal unter den Kommentaren schreiben. Und holla die Walfe, ja. So, was haben wir denn? Ja, diese Meterei, die ist halt einfach, ne, ein ganz großes Problem und es wird halt leider Gottes immer schlimmer. Tja, ne? Ja gut. Gott, ich darf schon losfahren, ey. Wir haben schon 28, obwohl wir erst, Ich wollte jetzt vor kurzem eigentlich wieder auf meinem ersten RP-Server einreisen. Ja. Nächste Haltestelle. Da musste ich aber mit Erschrecken feststellen, dass die aufgrund von diesen ganzen Meta-Sachen den Server zugemacht haben. Na super. War ich nicht so begeistert von. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. So, dann lassen wir den mal kurz rein. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Herdenrathaus. Hallo! Morgen! Und Abfahrt! Perfekt! Jetzt sind wir heute mal pünktlich unterwegs. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ich meine, auf der einen Seite, gibt's da immer so eine Pflichtstunden, wie oft du da drauf sein musst, oder? Nächste Haltestelle. Du spielst ja, du kannst, ne, so, also, wenn du halt aktiv da bist, so, dann hast du halt, sag ich mal, wenn du dir was aufbaust oder aufbauen willst, halt bessere Chancen, wenn du aktiv da bist. Mhm. Aber du hast keine Pflicht, so gut. Ich als PDler hingegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Pflicht hatte, aber du hattest halt schon so ein bisschen die Pflicht, wenn es siehst, ey, es sind nur drei Leute da, kommt mal bitte, ne, wir brauchen ein bisschen mehr Leute, weil wir wollen das und das machen. So, ne, dann. Also wäre das, wenn ich es jetzt mal bei Daniel vergleichen würde, weil er schafft, Daniel, wenn ich es richtig verstanden habe, du schaffst bei einem Farmer und quasi bist du da schon regelmäßig aktiv, ne? Um gemeinsam was aufbauen zu können, ne? Also Geld verdienen etc. und dann, dass auch der Betrieb dann quasi dann da wächst. Oder irre ich mich da? Zumindest ist es ja das, was mir in den jetzt noch erinnerungstechnisch mir merken konnte. Weil dann müsste ich wirklich einen Tag mal gucken, wann ich, wie ich es da mache. Alright. Bei GTA habe ich eine eigene Werkstatt, okay. Au. Tag. Also Manu, das weiße wurde dein Auto reparieren lassen kannst. Steck's einfach zu Daniel. Der macht das. Eigene Werkstatt, kriegst bestimmt noch einen Sonderrabatt hier. Ja, wenn du was eigenes machst im RP, dann musst du halt ein bisschen aktiver sein. Hm. Sonst macht die Serverleitung dir das irgendwann zu wegen ihrer Aktivität. Ne? So. Okay. Hallo Busfahrer. Hallo Manfred. Also es klingt auf jeden Fall sehr. Also es klingt interessanter. Da wollen wir gar nicht drüber, das gar nicht abstreiten. Aber wie gesagt, alles auf einen Computer halt. Ja, das wird bei mir die Rahmen der Möglichkeit sprengen, weil das, dann bräuchte ich nämlich auch eine neue SSD-Karte hier drin. Und das ist halt Amazon Wish quasi, ne? Guckt euch den an. Guckt euch den Manu an. Der macht hier direkt hier.
Also Daniel, mal rede mal so. Manu hat bei Pferden Auto, ja, schwarze Lackierung, aber vorne so ein orangener Geist drauf. Also da weißt du ganz genau, wer das dann ist. Was für ein Geil, ne? Mich als Geist. Oder ist er weg? Manu, ey. So, Manu, den letzten Satz kopierst du nochmal und dann lass du mir das nochmal Text to Speak nochmal laufen. Dann haben wir auf jeden Fall was. So wie bei unserer Buslackierung der Beschissensplan. Ja. Frag den Bartolo, der. Na, Justin? Jo. Alles klar. Eieiei. Das wird ja heute aber was, ey. Nächste Haltestelle, Obringstraße. Haben wir gerade Glück gehabt, ey. Sonst fahre ich hier immer von der 211 immer voll die Verspätung rein, aber jetzt hier, ey. Passt ja. Moin. Hallo. Was ist das für eine scheiß Dreckskreuzung hier, ey? Ich hasse die. Welche denn? Wenn du vom Felbert aus Richtung Rosenmühle fährst. Ach so. Ah, das ist krass. Kreuzung ist so scheiße, du siehst halt einfach nicht, was von rechts kommt. Das ist Katastrophe. So, dann haben wir Rot. Ja. Schlossstraße. Oh, mal kurz mit den Scheiben sauber. Sag mal, hast du Wischwasser aufgefüllt bei den ganzen Bussen, die wir da haben? Natürlich. Ah. Ich meine. Der Bus hier hat zuletzt ja da Johannes gefahren, aber überprüft wurde eigentlich nicht, ne? Und super. Weiß ich gar nicht. Was habe ich denn überprüft? Naja, fehlt ein Spiegel, da wisst ihr warum. Tief in die Tasche greifen. Ach verdammt, jetzt habe ich die Perante versaut. So, ich stolper mal in den Lurk und schaue ein bisschen. Bei Ars. Okay. Dann bis später, Manu. Viel Spaß dabei. So. Bei mir knurrt nämlich auch jetzt schon ein bisschen der Magen. Bei mir auch. Ich hab nämlich jetzt überhaupt. Ja, aber ich will erstmal momentan nichts essen. Nein, das ist viel zu früh. Also ich würde, also wenn ich jetzt so arbeiten würde, würde ich jetzt auf der Arbeit in der Pause sitzen. Hm. Ah, er wird in der Pause sitzen, alles klar. Und so ähnlich wie in der Gangschaltung würde sich auch freuen, ne? Ah.
Ja, jetzt muss erstmal dreimal um die Ecke denken. Ja, egal. Ich denke heute gar nicht um die Ecke. Bei eins hört es heute auf. Geh mir nicht auf den Sack mit deinem guten Morgen, Junge. Setz dich da hin. Hallo. Guten Tag. Schön, dass eine ihr auch da seid. Tageskarte Erwachsene. Gerne. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass sie sich den Rhein Silbergold Express ausgesucht haben. Aber ohne Retour, bitte. Die Retour dann. Nein, nein. Man nimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden an ihrem Körper. Nein, musst du sagen. Ich fahre ohne Retour. Beschissen bleiben bitte nur beim Bartolo. Retourschiss exklusiv. Nächste Haltestelle. Mesterhold Bahnhof. Ach, sind wir wieder so schön nett zueinander, ne? Oh, nebiges Markt hol ich mir was zu essen, das steht fest. Ja, so Marmelade und Nutella-Brötchen hätte ich auch nichts dagegen. Oder so ein schönes Mettbrötchen, so ein frisches, so, das wäre auch jetzt, ne, irgendwo. Mettbrötchen, mit ordentlich Zwiebel drauf, Ja, klar. Ich hab das letzte Mal gestern Morgen was gegessen. Justin, weißt du, was Wasserpeitschen sind? Nee. Wer merkt. Wasserpeitschen sind Bockwürste. Achso. Also jetzt wisst ihr, was ich meine mit, da freut sich so ähnlich wie so ein Gangknüppel. Schallknüppel. So. Die Frühstück. Justin und seine Frühstückspause mit einer Wasserpeitsche. Nächste Haltestelle. Es gab Zeiten, da habe ich in der Frühstückspause Zigeunerschnitze gegessen. Klar, nu. Es gab Zeit immer, wenn ich freitags arbeiten war. Freitags war immer geil, da haben wir immer Essen bestellt. Da gab es dann immer Pizza oder Schnitzel oder sonst was. War immer geil. War auch immer geil teuer. Glaube ich dir. Ich habe hinterher für meinen Schnitzel 12 Euro bezahlt. Boah. Und dann habe ich gesagt, das war das letzte Mal. Okay. Nee, also. Ja, dann kann ich es auch selber machen. Na, das hoffe ich doch. Ich merke nichts mehr. Nee, also. Ich hab schon öfters mal selbstgemachte Rouladen gemacht. Vor allem, wir haben jetzt noch Fleisch von so einem Jungbullen. Das kam damals 10 Euro beim Netto. Und Ringstraße. Das war richtig gut. Ey, guck mal, das ist übrigens die Linie mit dem ab der Egonstraße, was ich vorhin meinte, wo ich nämlich mit dem MRN stecken geblieben bin. Ach, du bist doch so eine blöde KI. Hat sich die Vorfahrt einfach, ey. So, Warnblinker rein und laufen lassen. Hallo. Oh, glaub, Bibi. Also bis gleich. So. Der holt jetzt bestimmt beim Hähnchenmann, was er kann. Das haben wir früher auch gemacht, bei uns in Nailose. Nächste Haltestelle. Oder? Bergliche Straße. Mache ich teilweise noch immer noch.
der Hähnchenmann da ist. Oder bei mir wäre es ja eine Hähnchenfrau, eine Bekannte von mir. Oh, die hat immer richtig ein halbes Hähnchen da. Pommes dazu. Das reicht für Mittagessen. Oder lecker Currywurst. Currywurst mit Pommes. Mm. Zwei Minuten. Das ist aber lecker.